In diesem kleinen Tutorial zu iMovie 10 zeige ich, wie man zwischen Videosequenzen Titel oder Texte einfügen kann. Ich nehme hier zuerst eine kleine Sequenz mit den Schwänen und lege die hier in der Timeline ab und nehme dann eine zweite Sequenz hier mit dem Hochwasser. Und jetzt will ich zwischen diesen beiden Sequenzen einen Titel bzw. einen Text einfügen. Ich wähle zuerst hier Karten und Hintergründe und ich will diesen Text auf einen schwarzen Hintergrund einfügen und wähle hier diesen schwarzen Hintergrund und ziehe den zwischen diese beiden Videosequenzen. Jetzt im Moment ist dieser Hintergrund während 4 Sekunden wird er so abgespielt. Das ist mir ein bisschen zu wenig. Ich erweitere das auf 10 Sekunden. 14, so jetzt haben wir da 11, 10 Sekunden. Und jetzt kann ich den gewünschten Titel, jetzt gehe ich hier zu Titel, und ich kann nun den gewünschten Titel hier einfügen. Ich nehme zuerst einmal ganz etwas Gewöhnliches. Titel steht hier, heißt es, und sage, ich will diesen Titel da einfügen. Und der soll dann eine Länge haben, auch von diesen 10 Sekunden. Ziehe ich den auf 10 Sekunden. Und jetzt kann ich den Titel schreiben. Und will hier einfügen die Schwäne. Und jetzt will ich hier einen Umbruch machen. Das geht mit der Ctrl-Taste und der Enter-Taste. Stimmt nicht. Dann ist es wahrscheinlich, so sage ich noch einmal, die, ja doch, es war richtig, die Schwäne. Und jetzt sage ich, die Schwäne profitieren vom Hochwasser. Und das Hochwasser möchte ich eigentlich noch auf eine dritte Zeile nehmen. Das heißt, ich gehe hier in die Lücke zurück und mache noch einmal diesen Umbruch mit Ctrl- und Umschalttaste. Voilà. Jetzt haben wir hier diesen Titel. Scheint mir ein bisschen zu klein. Es steht hier automatisch in der Größe und ich passe jetzt diese Schriftgröße an, nehme hier 58. Das hat nicht viel gebracht. Schaue ich, ob ich da höher gehen kann. Jawohl, 80 ist besser oder sogar 102. Oder ich gehe noch ein bisschen höher, gehe da auf 124. Und wenn ich fertig bin, drücke ich hier auf dieses Titel an. Anwenden und jetzt habe ich hier die Schwäne profitieren vom Hochwasser und ich kann nun zeigen, wenn wir das ablaufen lassen, funktioniert das so, hier planschen die Schwäne profitieren vom Hochwasser, dieser Titel wird ein bisschen herangezoomt und erscheint nun während 10 Sekunden, bevor dann das Hochwasser hier zu sehen ist. So, das war schon. Man kann natürlich beliebig andere Titel wählen, wie das hier sieht. Jeder hat seine besonderen Eigenschaften. Wichtig ist, dass man bei einigen die Umschalttaste verwenden kann, um neue Zeilen einzufügen und dann gegebenenfalls die Schriftgrößen anpassen kann. Danke für Ihre Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Mal.